Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. Die Ursache für den Absturz eines Sportflugzeugs bei Eggenfelden ist immer noch unklar. Neben der zuständigen Staatsanwaltschaft ermittelt auch das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung. Wie berichtet, war die einmotorige Maschine am Samstag beim Landeanflug auf den Eggenfeldener Flugplatz auf einen Acker gestürzt. Nur wenige Meter von einer Wohnsiedlung entfernt. Der 65-jährige Pilot und sein 68-jähriger Fluglehrer erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden am Flugzeug auf rund 150.000 Euro. Soll das Salzdorfer Tal bei Landshut Landschaftsschutzgebiet werden oder nicht? Die ortsansässigen Landwirte haben gestern bei einem Hoffest nochmal ihr klares Nein zu dieser Frage deutlich gemacht. Sie befürchten massive Nachteile für die Bewirtschaftung ihrer Felder. Die Befürchtung der Befürworter eines Landschaftsschutzgebietes, wonach das Tal als Bauland ausgewiesen werden könnte, teilen die Landwirte nicht. Am Mittwoch soll das Thema wieder im Umweltsenat behandelt werden. Der Autofahrer, der am Samstag in Unterrohrbach, Kreis Rottal-Inn, schwer verunglückte, war offenbar betrunken. Der 19-Jährige hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, kam ins Schleudern, krachte gegen eine Mauer, durchbrach dann einen Gartenzaun und prallte schließlich gegen ein Haus. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Eggenfeldner Krankenhaus eingeliefert. Der Gründungsintendant des Theaters an der Rott, Adi Fischer, ist gestorben. Der Theatermann verstarb im Alter von 84 Jahren. 1963 wurde Fischer der erste Intendant des Theaters an der Rott. Er machte das Haus weit über die Grenzen Niederbayerns hinaus bekannt. Vor allem mit grandiosen Operetten und Musical-Inszenierungen wurde Fischer gefeiert, aber auch als Schauspieler liebte ihn sein Publikum. Auch nach seinem Ruhestand 1997 ließ ihn das Theater nicht los und er inszenierte in der Schweiz. Zum Eishockey. Der EV Landshut kann noch gewinnen. Im Derby gegen Kaufbeuren hat der EVL gestern Abend einen 3:2-Sieg geschafft. Es war aber ein hartes Stück Arbeit für die Landshuter und am Ende wieder eine echte Zitterpartie. Am Freitag geht es für den EVL gegen Heilbronn. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.